Ich bin Johannes Bitter und ich darf heute meine Traum-Sieben zusammenstellen. Im Tor steht André Lavrov. Ich habe mir wirklich viele Gedanken gemacht. Es gibt so viele wahnsinnig gute Torhüter, aber am meisten inspiriert hat mich André Lavrov. Glaube ich, der Handballer mit den meisten olympischen Medaillen. Er hat früher einfach diese wahnsinnige Ruhe ausgestrahlt. Er war für mich so der Ruhepol und immer der Entscheider bei den Spielen. Und ja, da ich ja eher so ein bisschen russisch angehaucht, auch ausgebildet worden bin, liegt das schon sehr nah, dass er für mich die Nummer 1 ist. Da kommt man an meinen langjährigen Kontrahenten Lars Christiansen nicht vorbei. Wir haben uns ja mit Hamburg, Magdeburg und er auf Flensburger Seite wirklich jahrelang immer die Duelle auf ganz hohem Niveau geliefert. Und es hat immer viel Spaß gemacht gegen ihn, weil er einfach wahnsinnig gut geworfen hat, aber auch akzeptiert hat, wenn man ihm ein paar abgekauft hat. Ja, es geht auch kein Weg an Pascal Henz vorbei. Er war über Jahre mehr als ein Jahrzehnt die bestimmende Persönlichkeit im linken Rückraum. Auch da gab es sicherlich andere, die damit in diese Kategorie gehören. Aber Pommes von seiner Ausstrahlung, von seiner Persönlichkeit und auch als Freund ist er für mich klar die Nummer 1. Er hat einfach eine brutale Qualität gehabt, ein Spiel auch zu lesen und dann mit zu entscheiden. Und es war immer eine ganz, ganz große Freude, mit ihm zu spielen. Stefan Löfgren. Er hat auch dieses Spiel auf der Rückraum-Mittelposition, dieses Dirigentenhafte, da hat er neue Dinge in den Handball reingebracht aus meiner Sicht. Ist eine ganz, ganz tolle Persönlichkeit, ein guter Kerl, der sich selber nie zu wichtig genommen hat, aber einfach ja, das Rückraumspiel auf ein neues Niveau gebracht hat und taktische Neuerungen mitentwickelt hat. So sehe ich es auf jeden Fall als Torwart, so viel kann ich ja nicht dazu sagen, aber das empfinde ich so und er war eigentlich die Person auf Rückraummitte für mich. Für mich ist es Olafur Stefansson. Ich kam ein Jahr zu spät nach Magdeburg, da war er leider schon weg. Und dann haben wir sehr oft gegeneinander gespielt, auch dann oft Zeit miteinander verbracht, gerade weil wir die gegnerischen Mannschaften dann immer gut kannten, waren bei ihm auch in Spanien zu Hause. Und auch er hat den Handball geprägt, war eigentlich vorne wie hinten wahnsinnig gut, konnte 7 Meter werfen, war einfach auch eine Persönlichkeit, die ganze Welt zusammen gesehen hat und nicht den Handball über andere Dinge gestellt hat, einfach so eine Lockerheit reingebracht hat und trotzdem einfach unglaublich leistungsfähig war. Rechtsaußen, ganz klare Wahl, Hans Lindberg. Auch wenn es ein Jomba oder was auch immer wen da gibt oder Luc Abalot, Hans Lindberg ist für mich die Legende auf Rechtsaußen. Er ist mit mir zusammen nach Hamburg gekommen, wir haben fast 10 Jahre in Hamburg zusammen gespielt. Ja, es ist einfach krass, wie sicher er ist im Wurf, wie zielstrebig er ist. Er hat, weiß ich nicht, wie oft der Torschützenkönig war in der Champions League, in der Bundesliga und spielt jetzt mit 40 oder knapp 40 als Opa immer noch auf einem ganz, ganz ähnlichen Niveau oder teilweise auf dem gleichen Niveau wie vor 10 Jahren. Eigentlich darf man auch oder muss man in so einer Traumsieben auch Magnus Wieslander haben. Also auch wenn ich da vielleicht vom alten Schlag bin und viele den gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm haben, aber als ich noch sehr jung war, hat er eine überragende Rolle in Deutschland in der Bundesliga gespielt und er konnte nahezu auf jeder Position spielen, aber wirklich viel am Kreis, war einfach so ein Mastermind für den THW, auch über viele Jahre, für mich da die Nummer 1.